Doch, Solomon Grundy hätte ich jetzt töten können. Aber nein. Warum hast du nicht? Weil der Spaß. Ich glaube, ich hab's nicht getötet. Weil der mich überwältigt hat in einer Videosequenz. Oh, gescriptet, wie langweilig. Lebt er immer noch. So unfair. Das geht Unsinn mit dem Sprengstoff. Ich mein's ernst. Ich mein's auch ernst, dass es mir auf den Sack geht. Was jetzt? Also, ich bin normal auf damit. Oh, jetzt aber. Jetzt reiß ich dir dein kleines mickriges Herz raus. Jetzt hab ich dir die Rippen weggehauen und jetzt dein Herz rausgerissen. Damit hat Batman nur noch Solo du und Grundy getötet. Fledermaus gegen Vögelchen. Nein, du Mörder! Mal schauen, wer besser ist. Batman oder der Pinguin? Alles eindeutig Batman. Der Pinguin ist voll billig. So. Wo ist Comet Pot? Ja, sowas. Wen haben wir denn da, Mr. Freya? Ja, voll auf die gebrochene Hand. Es reicht. Freeze, es reicht. Ja, natürlich. So. Das, was du getan hast, bereuen. Hast du gehört, Cobblepot? Ja, ja, das wirst du bereuen. Ja, voll ins Gesicht, komm. Doch, das war ja nix. Das Heilmittel, Freeze. Es gibt keins. Was? Wie jetzt? Lass es mich erklären. Es war leicht, ein Heilmittel für die Krankheit des Clowns zu erschaffen. Bedauerlicherweise zerfällt dieses Heilmittel zu schnell. Es benötigt einen stabilisierenden Bestandteil, irgendein verbessertes Enzym. Ohne das zerfällt es, bevor es seinem Wirt helfen kann. Ich habe das schon mal gesehen. Die Suche nach einem geeigneten Enzym wäre nicht das einzige Problem. Es müsste angepasst werden, und zwar an die menschliche DNS. Ja, bestimmt. So etwas dauert Jahrzehnte. Eine Zeitspanne, die dir sicher nicht zur Verfügung steht. Was ist, wenn ich dir sage, dass es einen Mann gibt, der diesem Enzym seit Jahrhunderten ausgesetzt ist? Wer ist dieser Mann? Sein Name ist Ra's al Ghul. Bring ihn zu mir. Ra's al Ghul. Ich brauche eine Blutprobe. Jetzt wird er auch noch. Das ist meine einzige Hoffnung. Ra's al Ghul ist tot. Dann sind der Clown und du im Untergang gefallen. Nicht zwingend. Das wäre ja blöd. Jetzt muss mir nur jemand sagen, wo sein Körper ist. Dann kann ich zu ihm und ihn aufwecken. Ja. Ketzer, wer ist es? Du bist es nicht würdig, Ra's al Ghuls Namen auszusprechen. Was ist das jetzt für eine? Du bist ein Narr, Batman. Du hast deine letzte Hoffnung entkommen lassen. Nein, Victor. Wenn Ra's al Ghul in Arkham ist, habe ich nun eine Spur, die zu ihm führt. Ha, Ra's al Ghul. Das finde ich jetzt in der Tat echt geil. So. Finden wir Oracle, neuer Plan. Ich verfolge die League of Assassins. Wieso? Was haben die mit all dem zu tun? Oh, eine Sekunde. Geht's um Ra's oder seine Tochter? Pinguin lässt ein Mitglied der League of Assassins im Gefängnis festhalten. Ich kenne das Zeichen. Sie ist ein Mitglied von Talias Elitewache. Ich wusste es. Was ist nur an dieser Frau, dass sie für dich augenblicklich zur wichtigsten Person der Welt wird?
Talia ist nicht das Ziel, Barbara. Ich habe Frees unfertiges Heilmittel hochgeladen. Ich glaube, die Antwort findet sich... in Ra's al Ghuls Blut. Ja. Okay, Bruce, ich schätze, du musst ihn suchen. Aber lass dich nicht ablenken. Sie darf dir nicht wieder in die Quere kommen. Okay. Bist du sicher, dass dieser Mann den fehlenden Bestandteil besorgen kann? Ich habe Ra's al Ghul schon oft getroffen. Er behauptet, dass er über 600 Jahre alt ist und ich glaube ihm. Es muss ihn also irgendwas am Leben halten. Hoffen wir, dass du recht hast, Batman. Immerhin hängt dein Leben davon ab. Richtig. Ah, nein. Naja. Okay. Aber Assassine ist auch ein schöner Beruf, fand ich mal, ne? Fandst du. Einmal. Hallo, habt ihr die Twister gesehen? Danke, dass du mir geholfen hast, Batman. Kein Problem. So, jetzt mal raus aus dem Museum, ey. Keine Lust mehr. Was machst du gerade so? Endlich wieder in Arkham. Hallo, ich habe mit dir geredet. Mit mir. Ja. Ja, was also, du gerade machst? Wir zwei suchen das Ganze. Achso. Oh, und weitere Ausrüstung angefordert. Haben Sie schon über einen größeren Gürtel nachgedacht? Nö. Hab ich. Zu schwer. Macht mich langsam. Sag Bescheid, wenn's hier ist. So geht's auch. Kann mich jemand hören? Komm! Ich höre dich. Hier herrscht völliges Chaos. Der Boss ist weg. Was? Wo ist Pinguin? Keine Ahnung. Er sagte noch, Batman kommt in meine Sammlung. Dann war er plötzlich weg. Zack! Das gefällt mir nicht. Vorsicht! Die Fledermaus! Glaubst du, dass er tot ist? Hat Batman ihn umgelegt? Warst du noch mal im Museum? Das Museum ist abgeriegelt. Da haben jetzt diese Dreckspullen das Sagen. Wir hätten sie abknallen sollen. Und wie lautet der Plan? Ja, hättet ihr sollen, aber das wäre nicht cool gewesen. Jokers Jungs siehst, leg sie um. Komm her, Batman! Wir treten dich in den Hintern! Du mir in den Hintern treten. Das ist der beste Witz, den ich seit langem gehört habe. Wenn, dann trete ich dir auf den Kopf. Aber das wäre irgendwie witzig. Gibt es das hier war bis jetzt nicht meine beste Kombination an Kampf. War schon besser. So. Ich habe jetzt nicht genau erkannt, ob es mit dem Knie oder mit der Faust war, aber auf jeden Fall hat sie ihn ausgeschaltet. So hacken wir einfach mal das Gerät. Metropolis. Riddler. Geil. War aber irgendwie unnötig, weil ich ja woanders hin muss. Das Blut ist natürlich ganz da oben. Also irgendwie sind die Assassinen hier anders als bei Assassin's Creed. Ohne sie ist Gotham ein sicherer Ort. Innerhalb dieser Anlage ist jeder für sein eigenes Überleben verantwortlich. Alter, der Hugo Strange, der geht hier auch auf die Vollen, Mann. Wir müssen bereit sein, zurückzuschlagen. Diesen Pennern zeigen, wer ihr das Sagen hat. Was haben diese Schwachköpfe nur? Wissen die nicht, dass das Pinguingebiet ist? Vermutlich nicht. Der Pinguin ist ausgelöscht. Sobald wir den Befehl kriegen, legen wir sie alle um. Ich will Blut sehen. Ich will, dass dieser Schizophren Two-Face den Tag bereut, an dem er hergekommen ist. Ja! Später rücken wir in sein Gebiet vor. Du wirst den Tag bereuen, an dem du hergekommen bist. Ich bin bereit. Ich auch. Nö, werde ich nicht. Werde ich nicht. Verstehst nicht. Pinguin hätte sich schon längst melden müssen. Gut. Ich sag's dir. Batman hat richtig, aber der ist ausgelöscht. Unmöglich. Ja, wie zum Teufel hätte Batman denn in das Museum reinkommen sollen? Die ganze Hütte ist so zu wie meine Mutter beim Abschlussball.
Verdammt, was meinst du denn damit? Das willst du nicht wissen.